Etwa 2 Dutzend neue Kohlekraftwerke sind in Deutschland derzeit geplant oder bereits im Bau. Ihr CO2-Ausstoß könnte die ehrgeizigen deutschen Klimaschutzziele torpedieren. Das brachte sogar Gerichte dazu, Baustellen erstmal stillzulegen. Doch die Politik hilft. Sie lässt die Stromkonzerne nicht hängen und korrigiert ihre eigenen Gesetze. Andreas Halbach über deutsche Klimapolitik im Realitätstest. Krefeld, eine Hochburg der chemischen Industrie. Die Stadt mit der schlechtesten Luft in Nordrhein-Westfalen. Treibhausgase, Schwermetalle und Feinstaub. Darunter leiden die Menschen, so wie der Rentner Wilhelm Klapdor. Ich habe Asthma und sobald ich in Urlaub fahre, habe ich ja kein Problem. Komme ich nach Hause, komme ich ohne mein Pümpchen hier nicht klar. Hier ist die höchste Belastung im Ruhrgebiet, was die Schadstoffe anbetrifft. Hier soll ein Kohlekraftwerk gebaut werden mit einem Feinstaubausstoß von 127 Tonnen. Ich halte das für unverantwortlich für die Bürger dieser Region. Anstelle dieses alten Kraftwerks soll ein neues Steinkohlekraftwerk gebaut werden. 4-mal so groß und 8-mal so viel Abgase. Ähnlich in Datteln. Auch hier soll ein altes durch ein neues Kraftwerk ersetzt werden. 3-mal so groß mit doppeltem Schadstoffausstoß. Die Anwohner klagten mit Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht stellte einen Verstoß gegen den Paragraphen 26 im Gesetz zur Landesentwicklung fest. Dort heißt es, Zitat: Es ist anzustreben, dass insbesondere einheimische und regenerierbare Energieträger eingesetzt werden. Doch Kohle ist nicht regenerierbar und in Datteln und anderswo soll überwiegend Importkohle verfeuert werden. Das Gericht verhängte einen Baustopp. Die schwarz-gelbe Landesregierung fand einen Ausweg zugunsten des Bauherrn, des Energiekonzerns E.ON. Sie hob den Klimaschutzparagraphen 26 einfach auf. So wird ein Gesetzesverstoß nachträglich für rechtens erklärt. Die klagenden Bürger verstehen die Welt nicht mehr. Anscheinend ist es ja wohl so für die Politiker so, dass die Gesetze nur für den kleinen Mann gelten, aber nicht für die Großen. Für die Großen werden die Gesetze dann so gebogen, wie sie gerade passen. Umweltschützer und zehntausende Bürger protestieren. Ihr Vorwurf, Ministerpräsident Rüttgers habe für E.ON die Gesetze geändert. Damit hat die Landesregierung den Klimaschutz als gesetzliche Vorgabe gestrichen. Und damit soll natürlich ganz klar durchschaubar der Weg für den Dattelner Kraftwerksschwarzbau und 10 weitere Kohlekraftwerke in NRW geebnet werden. Und auch im Stadtrat von Krefeld ebnen CDU und FDP den Weg für das umweltschädliche Kohlekraftwerk. Warum Kohle, warum nicht regenerative Energie? Das liegt ganz einfach daran, dass alle Experten wissen, dass nur mit regenerativen Energien die Energieversorgung der Bundesrepublik nicht zu gewährleisten ist. Darum brauchen wir den Strom aus Steinkohlekraftwerken genauso, wie wir den Atomstrom brauchen. Der Expertenrat der Bundesregierung sagt in diesem Thesenpapier, dass sehr wohl mit regenerativen Energien eine Energieversorgung, Stromversorgung sichergestellt werden kann. Kennen Sie sowas nicht, solche Expertenaussagen? Nein, die kenne ich nicht. Bedauerlich, die meisten Experten warnen in Gutachten vor dem Neubau von Kohlekraftwerken, auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Wind, Erdwärme oder Sonne würden als Stromquelle völlig ausreichen. Zitat: Eine sachliche Analyse zeigt, dass eine Stromversorgung ohne Kohle und Kernenergie auf der Basis regenerativer Energiequellen möglich ist. Die Neubauplanungen für Kohlekraftwerke stehen im krassen Gegensatz zu einem klimaverträglichen Energieversorgungssystem. Doch Politik und Energiekonzerne kümmert das wenig. Etwa 2 Dutzend neue Kraftwerke sind im Bau oder geplant, alle noch viel größer als bisher. Vor allem für Nordrhein-Westfalen fürchten Experten eine Mehrbelastung von 40 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Bundesweit sogar 100 Millionen Tonnen zusätzlich. Wir fragen nach beim NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Kein Interview. Öffentlich gibt er den Klimaschützer. Nordrhein-Westfalen ist das Energieland Nummer 1. Das wollen wir bleiben, aber wir wollen auch das Klimaschutzland Nummer 1 werden. Die Tatsachen sprechen dagegen. Bundesweit gehen die CO2-Emissionen zurück. In Nordrhein-Westfalen steigen sie seit 2005. Rüttgers Amtsantritt. Seine Wirtschaftsministerin ist für den Klimaschutz verantwortlich.
Ich setze nicht hauptsächlich auf klimaschädliche Kohle. Der Gesetzgeber hat das so geregelt, dass erneuerbare Energien auf jeden Fall den Vorrang haben. Aber ich bin dann immer noch für den Rest mit zuständig. Und selbst die ganz optimistische Prognosen haben, kommen darauf, dass ungefähr noch 50% unserer Energieversorgung aus anderen Kraftwerken bestehen werden. Bis 2050 übrigens. Vorrang für erneuerbare Energie, so ist es aber nicht in Nordrhein-Westfalen. In Ihrem Entwurf für das Landesentwicklungsprogramm heißt es, Vorrang hat die Kohle. Nein, ich weiß nicht, wo Sie die Stelle her haben, die gibt es nicht. Und doch verzeichnet der Gesetzentwurf für die Zukunft des Landes Vorranggebiete für Kohlekraftwerke. Außerdem gilt der Grundsatz, Zitat, bei der Stromerzeugung soll der heimischen Braunkohle im Energiemix eine besondere Bedeutung zukommen. Und weiter heißt es, das Potenzial der erneuerbaren Energien ist begrenzt. Wie kommen Sie zu der Auffassung? Ich kenne keinen, der das nicht für begrenzt hält. Es ist sehr bedauerlich, dass eine Fachministerin den Stand der Wissenschaft hier nicht kennt und sich auf Zurufe verlässt. Hohmeier, Ex-Mitglied des Weltklimarates, rechnet vor, dass mit den neuen Kohlekraftwerken die Klimaschutzziele der Bundesregierung nie zu erreichen sind. Im Gegenteil, der CO2-Ausstoß steige um ein Drittel. Die Energiekonzerne bauen zurzeit neue Kraftwerke und planen neue Großkraftwerke, um möglichst Fakten zu schaffen, um hier nicht ihren Markt, wie es notwendig wäre, an die Regenerativen abzugeben, sondern möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verbauen. Und wenn Sie einmal einer Regierung sagen können, hier haben wir 10 Milliarden investiert, dann wird die davor zurückschrecken zu sagen, ihr müsst die jetzt abschalten, weil wir haben eine andere Energiepolitik. Hinzu kommt, auch wirtschaftlich ist der Neubau von Kohlekraftwerken höchst riskant. Es macht keinen Sinn, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch die Kernkraftwerke länger laufen lassen, braucht man keine Kohlekraftwerke mehr. Zudem werden sie sehr teuer, denn CO2 bekommt einen Preis und der wird deutlich ansteigen. Was bedeutet, dass die Strompreise steigen und das muss letztendlich der Verbraucher bezahlen. Und dennoch, überall in Deutschland entstehen neue Kohlekraftwerke.